Das Leben ist voll mit Momenten, in denen wir uns fragen, ob wir alles richtig machen. Ob der Weg, den wir gehen, an das Ziel in unserer Vorstellung führt oder doch eine nicht enden wollende Reise ins Nichts ist? Auf diesem Weg stellen wir uns viele Fragen. Ist es alles richtig, was ich mache? Gebe ich alles für mein Ziel? Was kann ich verändern? Bin ich eigentlich glücklich, so wie es läuft? Doch sind es nicht nur diese Fragen, die uns auf diesem Weg begleiten, sondern auch Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen. Unser Leben ist geprägt von Entscheidungen, die wir treffen und den Konsequenzen, die daraus folgen. Unsere Entscheidungen bestimmen, wie der Weg bis zum Ziel verläuft. Mal treffen wir kluge, mal weniger kluge Entscheidungen. Doch was ist, wenn das Ziel unerreichbar scheint, selbst wenn man immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat? Wenn man trotz aller Bemühungen und Unterstützung nicht weiterkommt und sich fragt, ob es überhaupt Sinn gemacht hat, sich auf diesen Weg zu begeben? Sich selbst einzugestehen, dass man etwas nicht schafft, einen Fehler gemacht hat, oder gar gescheitert ist, ist das Schwierigste, was es gibt. Besonders wenn man mit Herz und Leidenschaft an dem Gedanken festhält, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man das Ziel erreicht. Auch ich stande wieder vor einer Entscheidung und den Fragen, die diese mit sich bringt. An dieser Stelle möchte ich mich bei jedem bedanken, der in den letzten Jahren an meiner Seite stand. Ihr gabt mir jedes Mal Kraft, Motivation, den Ansporn, immer weiterzumachen und niemals aufzuhören, an mich selbst und das, was ich tue, zu glauben. Mit keinen Worten könnte ich die Dankbarkeit, die ich euch gegenüber empfinde, ausdrücken. Seid bitte nicht enttäuscht, verärgert oder traurig. Denn da, wo etwas endet, ist Platz für etwas Neues. Wir sehen uns.